Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit der Fighter Season 7 von Tekken 7. Das bedeutet einfach nur, dass wir inzwischen in die siebte Runde gegangen sind mit allen Kämpfern und Kämpferinnen bei Tekken 7 oder anderen Tekken-Spielen durchzukämpfen. Beim letzten Mal war Zafina dran, dieses Mal folgt Julia und jetzt habe ich gar kein Outfit ausgewählt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu dramatisch. Also wenn ich mit X bestätige, dann nimmt sie die Kämpferin sofort. Wenn ich mit Viereck bestätige, dann kann man, glaube ich, nochmal die ganzen Outfits sich raussuchen. Das haben wir ja bei den anderen Kämpfern und Kämpferinnen bereits gemacht. Aber das sollte uns jetzt hier auch nicht aufhalten. Das Outfit finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Obwohl sie bei Tekken 3 ja noch relativ anders aussahen. Okay. Also mit den Frauen bin ich ja immer einigermaßen klar gekommen. Oh, ja. Natürlich muss ich mich jetzt auch erstmal wieder an sie gewöhnen, aber Zafina fiel einem ja relativ gut. Relativ leicht schon fast. Allerdings war der, also ja, die Endboss-Gegnerin wie immer ein wenig tricky. Bam! Ja, jetzt waren ja die Game Awards, glaube ich. Ich habe es nicht wirklich geguckt, habe ein bisschen überflogen, mir den einen oder anderen Trailer reingezogen. Und auch dort wurde ja ein Tekken 8 Trailer gezeigt. Der zweite müsste es sein. Aber leider kein Datum. Also ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich habe mir das alles schon mal so ein bisschen bei Steam und Co. vorgemerkt. Es wird höchstwahrscheinlich sowieso wieder eine PlayStation-Variante dann davon geholt werden, sag ich mal. Also Stand jetzt, so wie es Stand jetzt ist. Ich habe auch ein weiteres Spiel vorbestellt. Wir sind ja aktuell im Januar bei One Piece, im Februar bei Harry Potter Legacy und im März bei Resident Evil 4 Remake. Und ich habe mir jetzt nochmal, beziehungsweise nicht nochmal, sondern das neue Street Fighter auch schon mal vorbestellt. Da habe ich nämlich auch ein bisschen Interesse dran. Ne? Mal gucken, wie das so wird. Ich bin ja eigentlich mehr so Tekken-Kind, sag ich mal. Bah! Schönes Ding. Und bin daher gespannt, wie das mit Street Fighter so auf mich wirkt. Ich bin mit Street Fighter nie so richtig warm geworden. Ich finde die nicht scheiße, die Spiele. Aber so richtig abgeholt haben sie mich auch nie. Vielleicht bei dem nächsten Street Fighter Spiel. Obwohl, haben sie sich da nicht auch mit dem Logo ein bisschen in die Nesseln gesetzt? War das nicht auch irgendwie was, was sie einfach so billigmäßig irgendwo sich ergattert haben? Also die 6 oder war es Street Fighter 6? Ich glaube die 6, ne? Ähnlich. Also ich meine, Resident Evil hatte da einen größeren Popar, ne? Wo bei Resident Evil 6 die 6 aussah wie eine Giraffe. Und so weiter. Oder zwei Giraffen. Da müssen wir nicht genauer drauf eingehen. Mir ist es damals nicht aufgefallen. Aber wenn du es weißt, dann siehst du nichts anderes mehr. Das kann ich dazu auf jeden Fall sagen. Oh, hier. Also er versucht hier schon ein bisschen mehr gegenzuhalten. Also da werde ich ein bisschen größere Probleme bekommen. Na, schnell die aber auch wieder stehen, ey. Ja, der war gut. Oh nein. Ja, der war auch gut. Hat er ihm, hat sie ihm einen Scheitel gezogen. Also wenn man sich so ein bisschen auf sie einlässt, so, dann funktioniert das ganz gut mit ihr. Aber sie ist nicht so, aber das hätte man sich auch denken können. Zafina ist da ein bisschen gelenkiger. Das haben wir gesehen, die war ja übermenschlich. Ne? Die war ja so schlangenartig, könnte man sagen. Aber hier Julia, auch nicht verkehrt, ne? Aber man hat hier schon bei King gemerkt, dass das Ganze ein bisschen tricky wird. Und wir wissen ja, Hayashi, der ist auch immer so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr nervig. Zack, zack, bam. Okay. Ah, shit. Oh, da habe ich mich aus der Deckung gewagt, aber das war auch wieder ganz gut. Oh nein.
Nein, da bin ich... Oh nein. Ja, auch schön, schön, schön. Ich hatte ja bereits in den letzten Parts erwähnt, dass ich immer sehr gut klarkomme mit Charakteren, die gut kicken können. Das kann sie. Definitiv. Kazumi. Devil's Pit. Erste Runde gelingt ja meistens ganz okay, sag ich mal. Ganz angenehm, ganz gut vielleicht sogar. Zweite Runde dann eher... Naja. Wir werden sehen. Gehen wir ganz gerne mit dem Griff rein. Das funktioniert. Schönes Ding. Nach unten, komm. Schönes Ding. Zack, in die Mahnkuhle getreten. Noch ein bisschen vielleicht diesen hier. Shit. Ah. Da holt sie doch glatt ihren Tiger. Oh nein. Den Move soll sie nicht machen. Diesen, wenn sie da so ein bisschen auf Ram geht. Boah, das war mies. Ja, ja, jetzt kriegen wir hier wieder nichts mehr hin, oder was? Bam, kriegst du halt zweimal den gleichen ab. Das hat nicht nämlich so ein bisschen auch Feelings gehabt, so dass sie auf einmal ein bisschen mich verarschen wollte. Ne, man hat's gemerkt. Also zum Anfang kamen wir ganz gut rein. Und auf einmal ist da alles von ihr abgeprallt und sie hat zugeschlagen und meine Angriffe haben nicht mehr gezählt oder so. Digimon Action. Ja, shit, ich hab's gewusst. Autsch. Das wird hier, ja. Das wird so gar nix. Jo, darf ich auch nochmal hier ein bisschen mitmachen oder was? Nee, vergessen. Ah, ich hasse das. Also das... Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach... Hat sie mich zermatcht. Ja, jetzt hier. Guck mal, da komm ich schon wieder. Die kriegt doch gar nichts alleine hin, ohne ihren Tiger Bro hier. Na, da habe ich wieder den gemacht. Wollte ich nicht. Ah. Oh nein, ich hasse es. Wie viel das auch direkt abzieht, ey. Bam. Einmal aus der Luft rausgezogen. Na. Komm. Ah, oh, sie steht zu weit jetzt. Alter, wie sie das Bein ausstrecken kann, ne? Okay. Das hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Also, als sie mich da eben lang gemacht hat im ersten, also in ihrem zweiten Fight im Prinzip, als sie das erste Mal dieses Digimon hier war. Sorry, dass ich das mit Digimon nenne, aber ich, irgendwie sieht die so aus. Ne, also da hat sie mich ganz schön rund gemacht. Da hätte sie mich ja fast perfekt weggezogen. Aber Julia hat ganz gut mitgehalten, ne? Beim zweiten, also im dritten Kampf im Endeffekt, sind wir ja direkt mit dem Griff reingekommen. Das hat ja beim ersten Ding ja nicht so gut funktioniert. Und da kam ja auch schon ihr Tiger angesprungen. Also, ja, man hat immer gemerkt, so wenn sie so ein bisschen in die Bredouille kommt, so dann kommt direkt so, der Tiger kommt, die Flugattacke setzt ein oder der Solarstrahl kommt um die Ecke. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Man sieht es ja deutlich. Hat aber trotzdem... ganz gut funktioniert. Also, ich würde jetzt sagen, mit Julia komme ich nicht hundertprozentig, ja, klar, sage ich einfach mal, aber so 80-90%ig komme ich schon für meine Verhältnisse, ne? Wie gesagt, ich bin immer noch, also ich bin, ich werde auch immer ein Anfänger bleiben, ne? Aber es macht trotzdem Bock. So, das ist es erstmal wieder gewesen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal, ciao.